Hat Pietro Lombardi, 30, ein paar Mal zu oft den Fuß auf das Gaspedal gelegt? Der Sänger hat vor kurzem mit seiner Partnerin Laura Maria Rüper, 26, einen Podcast gestartet. Darin plaudern Pai und die Influencerin auch gerne über Unangenehmes. Ihnen scheint nichts peinlich zu sein, stattdessen nehmen sie vieles mit Humor. Jetzt tratscht Laura aus, dass Pietro stolze 11 Punkte in Flensburg hat. In ihrem Podcast Laura und Pietro, on-off erzählt Laura, ihr seht ja meistens in seiner Story, dass er sich rumfahren lässt, er fährt ja eigentlich nie selbst. Aber Herr Lombardi schafft es trotzdem, 11 Punkte in Flensburg zu kassieren. Daraufhin klärt der Cinderella-Interpret auf, 6 Punkte oder 4 oder 5, ich weiß nicht mehr genau, sind gar nicht von mir. Die wurden mir einfach berechnet, weil jemand mit dem Auto von mir gefahren ist und man konnte nicht mehr nachvollziehen, wer es war. Laura ist erleichtert, dass die Behörden davon bereits Kenntnis genommen haben und die überschüssigen Punkte bei ihrem Schatz bald endlich wieder abziehen. Denn bei mehr als 8 Punkten müsste Pietro seinen Lappen abgeben. Das bereitet der gelernten Rechtsanwaltsfachangestellten die Sorge, dass er die Schwangere bei Eintritt der Wehen nicht ins Krankenhaus fahren könnte. Das würde ich niemals zulassen, wirklich niemals, versichert der 30-Jährige ihr.